Jo, ihr Lieben, morgen, Soulboy hier vom Kanal Soul Trails. Das war eine sehr schöne Nacht hier in den Wäldern irgendwo bei Unkel. Hab gut geschlafen, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich peile mal so eine Etappe bis Rhein-Brohl an, das wäre nicht schlecht. Wir haben jetzt kurz vor 5, Wetter sieht gut aus. Ich mache mich mal auf den Weg und wenn ihr Lust habt, kommt einfach ein Stück mit. Ja, ich stehe jetzt hier auf der Erpelallei. Da hinten, wo dieser Sendemast ist, irgendwo da in den Wäldern, habe ich heute Nacht geschlafen. Ein Stück bin ich also schon gegangen. Da unten liegt irgendwo Unkel. Da unten ist übrigens Remagen mit der bekannten Brücke von Remagen. Die Deutschen haben zu Ende des Zweiten Weltkriegs noch versucht, diese Brücke zu sprengen, um die Alliierten daran zu hindern, den Rhein zu überqueren. Das ging aber schief und die Brücke hielt noch 10 Tage. Und durch diese 10 Tage konnten die Alliierten fast komplett übersetzen und dadurch den Krieg entscheidend verkürzen. Ja, genau an dieser Stelle ist das erste lenkbare Luftschiff über den Rhein geflogen. Daran erinnert dieser Gedenkstein von 1909. Und zu der Zeit hat das wohl ungefähr so hier ausgesehen. War noch ein bisschen idyllischer. Ja, ihr Lieben, ich laufe hier gerade so einen schönen Hang runter nach Karsbach, glaube ich. Ja, ich wollte euch ein bisschen erzählen zu meiner ersten Nacht alleine im Wald, also wild gecampt. Das war am Anfang ganz schön unheimlich, das gebe ich zu. Also es hat echt so 2 Stunden gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass es halt überall raschelt und komische Geräusche überall sind. Daran muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Aber wenn man dann zu sich selber sagt, okay, ich bin hier im Wald, hier leben nur mal Tiere, ist es ab da kein Problem mehr. Und ich habe auch tief und fest geschlafen und das war also wirklich kein Problem. Das soll hier auch kein Aufruf sein jetzt zum Wildcampen. Also man sollte sich schon vorher ein bisschen informieren. Ich empfehle da der Mann im Wald, der erzählt dazu sehr schöne Sachen. Nicht nur was Gesetz ist, sondern auch was die Realität ist. Natürlich solltet ihr niemals im Naturschutzgebiet zelten, das ist klar. Außerdem gilt es auch noch ein paar Regeln zu beachten. Kein Lärm, kein Müll, darüber brauchen wir uns glaube ich gar nicht zu unterhalten. Das sollte klar sein. Gut ist es, finde ich, wenn man dann sein Zelt auch erst abends, wenn es schon dunkel wird, aufbaut und dann im Morgengrauen wieder abbaut. Dann stört man keinen, dann wird man auch nicht entdeckt. Also das ist, wen soll man da stören? Ich war heute auch nicht sehr tief im Wald drin. Das erzählte der Mann im Wald ja auch. Wozu sollte man so tief im Wald gehen? Man will die Tiere ja auch nicht stören. Und das ist halt, ich will ja nur mich erholen, ein paar Stunden schlafen. Ich will ja kein Feuer machen oder da irgendwie ein Bushcraft-Lager aufbauen. Deswegen habe ich auch diesen Tipp beherzigt. I just wanted to know if I could go.
Ja, ihr Lieben, ich habe eh gerade nach so einem Platz gesucht, wo ich mein Päuschen machen kann. Da finde ich hier diese schöne Traumbank mit diesem grandiosen Ausblick. Ich mache jetzt erstmal eine deftige Brotzeit. Wir haben kurz nach 11. Ich habe schon eine ganze Menge geschafft. Eben an so einer wunderschönen Klamm vorbei. Grandios, wirklich absolut grandios. Naja, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. So, frisch gestärkt gehe ich jetzt auf Dattenberg zu. Und ich habe in der Eifel gemerkt, dass ich für mich selber mittags eine deftige Brotzeit brauche. Ich brauche die Kohlenhydrate, so wie ich mir das vorgestellt habe in meinem Gear-Video, dass ich mittags mal ein Süppchen esse etc. Das hat nicht geklappt. Und das sind auch die Sachen, die ich meine. Das sind Punkte, die muss wirklich jeder für sich selber herausfinden. Leute in YouTube-Videos können euch viel erzählen, aber das sind so Sachen, die wirklich jeder für sich selber herausfinden muss. Und ich trage jetzt wirklich dann doch lieber die paar extra Kilogramm für ein Brot, eine Salami oder so mit mir rum und habe dann mittags richtig schön deftig eine leckere Brotzeit. Das funktioniert für mich, habe ich herausgefunden und wollte ich euch nur erzählt haben. Song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. Liebe Leute, solltet ihr vorhaben, den Rheinsteig im Hochsommer zu laufen? Ich meine, ich habe heute auch 27 Grad. Bringt auf jeden Fall eine Grundkondition mit. Sonst geht ihr hier baden. Das sage ich euch jetzt schon. Allein ich habe heute, und es ist gerade mal 1 Uhr, schon 5 Liter Wasser getrunken. Also das geht nur rauf und runter, rauf und runter. Und wie gesagt, das bei 27 Grad, das ist nicht ohne. Ah, hier schon der nächste schöne Ausblick. Da hinten die Bergkette, das ist die Eifel. Wahnsinn. Da waren wir ja noch vor kurzem. So, wo geht jetzt lang? Ah ja, da lang. And think of you. Of the dreams. We dreamt together of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you. And I think of you. Think of you down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be, and in these times that we're apart, I'll hear this song. Ja, das ist hier Schloss Ahrenfels. Da unten liegt Bad Hönningen. Ganz schön groß der Ort. Ah, hier ist jetzt noch so eine coole Schutzhütte. Da gehen wir mal hoch. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ah, hier hätte man auch schön Pause machen können. Schön schattig. Ah, Tischchen dabei. Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Von dort bin ich gerade gekommen. Habe Bad Hönningen hinter mir gelassen. Und dann entdecke ich gerade hier so eins der ersten Zeichen des Westerwaldsteigs. Da habe ich mal kurz nachgeguckt. Der Westerwaldsteig beginnt nämlich hier um die Ecke, beziehungsweise endet, je nachdem in welche Richtung man geht.
Ja, das sind so mit die ersten Zeichen hier. Da laufen wir wohl ein Stück parallel. Hier ist direkt noch eins. Das R ist übrigens der Rheinhöhenweg. Der führt mit dem Rheinsteig sehr oft parallel. Es ist der ältere Wanderweg. Diese Wege werden teilweise schon über 100 Jahre begangen. Der Rheinsteig ist ja eigentlich relativ neu. Der wurde, glaube ich, eröffnet 2005. Auch einer der Gründungsmitglieder der Top Trails of Germany. Oh. Levelüt, das war auf jeden Fall eine Monster-Etappe. Das war ganz schön anstrengend. Und das in der Gluthitze. Aber ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Ja, ich habe jetzt seit ein paar hundert Metern den Rheinsteig verlassen. Ich habe in der Pension Jägerhof mir ein Zimmer genommen. Freue mich jetzt auf eine Dusche, mal die Füße in kaltes Wasser stellen. Habe ich mir verdient. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Das ist ja fast schon unverschämt. Das ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ja, da mache ich mich mal auf den Weg. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen, lasst mir ein Abo da, freue ich mich immer drüber und denkt immer dran, auch kleine Schritte führen ans Ziel. In diesem Sinne, Soul by Out, wir sehen uns.